Tag 3 hier in Barcelona. Man sieht es ein bisschen wolkig, aber trotzdem sehr angenehm. Noch keine Regen, schönes Wetter. Heute habe ich vor, wieder in den Mützenshop zu gehen. Der hat meine Logo so toll genäht. Ich bin voll begeistert. Ich habe keine weitere Mütze von dem hier. Aber der hat ausreichend Mützen da zu verkaufen und vielleicht finde ich was Passendes. Ich mag diese Mützen, weil sie sind groß, so für meinen dicken Kopf gemacht und die sind auch wasserfest und die leuchten, also ich finde die ganz toll. Aber die findet man, die kaufe ich normalerweise beim Karstadt, das ist so eine unbekannte Marke, die gibt es gar nicht online zu kaufen. Alex Sport, das ist so eine eigene Marke von Karstadt, glaube ich. Und man findet die auch nicht das ganze Jahr drüber, also. Wenn ich ein paar finde in Karstadt, dann kaufe ich die. Und so genäht mit meinem Logo finde ich ganz toll. Und dann weiter zu dem Fahrradgeschäft und dann die Gaudi-Häuser zu besuchen. Und heute Abend am Hafen, ich habe ein sehr nettes Lokal Abendessen gebucht, wo der eine besondere Schokolade-Dessert haben sollte. Bin gespannt. Das ist 12:09 und ich bin nicht so weit gekommen. Es ist angefangen zu regnen und ich habe Shelter hier in einer italienischen Pizzeria gefunden und ich muss natürlich eine Pizza probieren. Somit habe ich auch gefrühstückt. Das war ganz gut. Alltag in Barcelona. Deutschland geht nicht.